Niemand hat mir jemals etwas verweigert, wenn ich um etwas gebeten habe. Sobald ich mit den Wimpern klimperte und süß lächelte, bekam ich alles, was ich wollte. Wegen meiner Schönheit konnte ich machen, was ich will. Bis zu diesem einen Vorfall. Hallo, ich bin Vicky und das ist meine Geschichte. Es ist schwer zu glauben, dass mein Bruder Woody und ich Zwillinge sind. Wir sind so verschieden. Ich habe sogar gerne Witze darüber gemacht, dass er die ganze Streberhaftigkeit abbekommen hat und mir die Schönheit überlassen hat. Wir standen uns nie wirklich nah. Doch eines Tages begann Woody richtig fies zu mir zu werden. Wir bereiteten uns auf die Ankunft unserer Gäste vor und Mama zog mir ein neues Kleid an. Vicky, du siehst aus wie eine Porzellanpuppe. Natürlich wollte ich mein neues Outfit vorführen. Anstatt in meinem Zimmer auf die Ankunft der Gäste zu warten, kroch ich heimlich durch ein Loch im Zaun und ging zu meinem Freund, der nebenan wohnte. Wir waren so miteinander beschäftigt, dass ich total die Zeit aus den Augen verlor und erst zur Besinnung kam, als ich Woody's Stimme hörte. Vicky, was machst du hier? Die Gäste sind schon lange da, alle suchen nach dir. Als wir zurückgingen, blieb mein Kleid an einem Nagel hängen und zerriss. Ich hatte Angst, dass ich Ärger bekomme und beschloss, alles auf meinen Bruder zu schieben. Es war ganz einfach. Ich brauchte nur ein trauriges Gesicht zu machen und zu schmollen. Woody war so grob, als er mich nach Hause schleppte, dass ich fiel und mein Kleid zerriss. Mama und Papa wurden wütend auf meinen Bruder. Sie fingen an, mich zu trösten und versprachen, mir einen Haufen neuer Kleider zu kaufen. Seitdem war mein Bruder immer derjenige, der bestraft wurde, egal ob er schuld war oder nicht. Am nächsten Tag gingen meine Eltern mit mir einkaufen, wie sie es versprochen hatten. Ich drehte mich vor den Spiegeln und fühlte mich wie eine echte Prinzessin. Plötzlich bemerkte ich einen ungewöhnlichen Mann, der auf meine Eltern zukam und sich als Model Agent vorstellte. Unser Modemagazin sucht neue Models. Kommen Sie zum Casting. Ihr Mädchen hat eine reelle Chance, mit unserer Agentur ein Star zu werden. So begann meine Karriere als Model. Fotoshootings, Wettbewerbe, Modenschauen, das ist mir alles zu Kopf gestiegen. Meine Eltern vergötterten mich und alle Aufgaben, die früher zwischen mir und Woody aufgeteilt wurden, mussten nun von Woody allein erledigt werden. Das machte ihn natürlich noch wütender auf mich und wir hörten ganz auf zu reden. Aber das war mir völlig egal, denn ich war ein Star. In der Schule kämpften alle um meine Aufmerksamkeit, sodass ich fast ohne zu lernen echt gute Noten bekam. Ich brauchte nur mit den Wimpern zu klimpern und einen Streber zu bitten, alles für mich zu erledigen. Aber eines Tages wurde ich mit der einzigen Person zusammengesetzt, die mit meinem Bruder um den Titel des Oberstrebers konkurrieren konnte. Bob Peters. Igitt. Glaub nicht, dass ich dir die ganze Arbeit abnehme. Dieser Trick wird bei mir nicht funktionieren. Jetzt sieh zu und lern. Er fing an, mit Reagenzgläsern vor mir herumzufuchteln und mir etwas zu erklären. Als wäre er eine Art Professor. Das konnte ich auch. Ich war nicht dumm. Ich nahm mehrere Fläschchen und schüttete den gesamten Inhalt in ein großes Reagenzglas. Die Flüssigkeit sprudelte und spritzte mir ins Gesicht und das Büro füllte sich mit beißendem Rauch. Ich habe mich so erschrocken, dass ich sogar geschrien habe. Der Lehrer eilte zu uns und prüfte, ob es mir gut ging. Ich hielt mir sein Taschentuch hin, damit ich mir die Flüssigkeit aus dem Gesicht wischen konnte und rannte los, um die Fenster zu öffnen und den Raum zu lüften. Was hast du getan, du hohlköpfiges Püppchen? Jetzt bekommen wir bestimmt eine 6. Ich pfeife auf die Noten. Ich krieg alles, was ich will, auch ohne dich. Ich warf das Taschentuch weg und ging ins Bad, um mich zu waschen. Dieser dumme Chemieunterricht hat mein ganzes Make-up ruiniert. Ich machte mich frisch und ging in den Matheunterricht. Wie immer saß ich nur am Handy und achtete kaum auf den Unterricht. Nur mein Kinn juckte sehr und meine Stirn und meine Augen. Woran lag das? Reagierte ich allergisch auf mein neues Make-up? Der Lehrer bat mich, an die Tafel zu kommen. Er wollte sehen, wie gut ich das neue Thema verstanden hatte. Obwohl ich nichts wusste, machte ich mich bereit, süß zu lächeln und wie immer eine gute Note zu bekommen. Aber der Lehrer starrte mich nur fassungslos an. Vicky, was ist mit dir passiert? Wovon redet er da? Ich sah meine Klassenkameraden an und war noch mehr verwirrt. Sie kicherten und starrten mich an. Der Juckreiz in meinem Gesicht wurde stärker. Ich berührte meine Haut und merkte, dass sie sich pellte. Ich eilte zum Spiegel und traute meinen Augen nicht. Was war mit meinem wunderschönen Gesicht passiert? Es war rot und mit hässlichen Bläschen übersät. Ich schluchzte und schloss mich im Bad ein. Keiner durfte mich so sehen. Es stellte sich heraus, dass die Lehrerin meine Eltern angerufen hatte. Meine Mutter kam sofort, um mich abzuholen. Sie gab mir ihren Schal, um mein Gesicht zu bedecken. Danach brachte sie mich ins Krankenhaus. Ein Arzt untersuchte mich und sagte uns, es sei eine schwere Verätzung. Mama fasste sich an den Kopf und war fassungslos. Aber alles war in Ordnung. Ich habe mich sogar geschminkt, nachdem ich mein Gesicht mit normalem Wasser gewaschen hatte. Das ist genau das, was du nicht hättest tun sollen. Das Wasser hat mit der Säure in deinem Gesicht reagiert. Dadurch haben sie sich Verbrennungen zugezogen. Sie trugen eine Art Salbe auf mein Gesicht auf und verbanden meinen Kopf. Ich wollte nicht, dass mich jemand so sieht. Ich sah aus wie eine Mumie, weshalb ich beschloss, mich für ein paar Tage in meinem Zimmer einzuschließen, bis alles verheilt war.
Ich lag gerade auf dem Bett und suchte auf meinem Laptop ein Ballkleid aus, als Woody mit einem Tablett voller Süßigkeiten in der Tür stand. Ich weiß, wir verstehen uns nicht besonders gut, aber ich möchte für dich da sein. Lass uns Süßigkeiten essen und zusammen Filmchat schauen, okay? So wie früher. Ich brauch dein Mitleid nicht. In ein paar Tagen geht's mir besser und ich bin wieder die Schönste in der Schule. Und du bist immer noch ein Streber und ein Versager. Woody warf das Tablett auf den Boden, rannte aus dem Zimmer. Wahrscheinlich wollte er an mir für seine Aufnahmeprüfung üben. Er hatte nämlich beschlossen, Medizin zu studieren. Am nächsten Morgen ging ich zu meiner Modelagentur für eine Anprobe, aber statt der üblichen begeisterten Gesichter erntete ich nur schräge Blicke. Ich weiß, ich sehe ein bisschen komisch aus, aber es wird mir bald besser gehen. Es tut mir leid, Vicky, aber wir haben einen Vertrag mit einer großen Marke und extrem teuren Dreharbeiten vor uns. Ich kann ein solches Risiko nicht eingehen. Die Agentur hat den Vertrag mit mir gekündigt und mich vor die Tür gesetzt. Ich war noch nie in meinem Leben so verletzt. Ich war furchtbar wütend und ging in ein Café, um mich mit einer Lieblingsleckerei aufzumuntern. Ich habe mich hinter einem Mann mit einer komischen dicken Brille angestellt und weißt du was? Der Typ hat meinen letzten Lieblingskuchen genommen. Hey Mister, ich habe den Kuchen zuerst gesehen. Der Mann sah mich fassungslos an und ich versuchte mit meiner engelsgleichen Stimme zu erreichen, was ich wollte, aber er hörte mir nicht einmal zu. Was für ein unverschämtes junges Mädchen. Zu meiner Zeit respektierte man ältere Menschen. Er nahm den Kuchen und setzte sich auf meinen Lieblingssitz am Fenster. Das hat mich total wütend gemacht. Ich ging an dem Tisch vorbei und stieß versehentlich mit dem Mann zusammen. Er zuckte zusammen und verschüttete Kaffee über sich. Ich habe gelacht und bin nach Hause gelaufen. Diese kleine Racheaktion hat mich wenigstens etwas aufgemuntert. Im Flur hörte ich, wie Mama mit jemandem am Telefon sprach. Als ich meinen Namen hörte, versteckte ich mich um die Ecke und begann zu lauschen. Mama seufzte traurig und legte den Hörer auf, wandte sich an Papa. Die Testergebnisse sind fertig. Vickys Verbrennungen sind schlimmer, als wir gedacht hatten. Sie wird die nächsten 6 Monate Verbände tragen müssen und braucht vielleicht sogar eine plastische Operation. Auf jeden Fall kann sie ihre Modelkarriere an den Nagel hängen. Brach in Tränen aus und rannte in mein Zimmer. Ich konnte es nicht fassen. Ich wickelte die Bandagen und starrte mein Spiegelbild an. Eine hässliche Version von mir selbst schaute mich an. Ich werde so schön sein, wie ich früher war. Anstatt der medizinischen Salbe trug ich eine dicke Schicht Make-up auf. Dann setzte ich noch eine Sonnenbrille und einen Hut auf und verließ das Haus. Ehe ich mich versah, war ich auf dem Schulparkplatz angekommen. Bob saß auf einer Bank und blätterte in einem Chemielehrbuch. Die letzte Person, die ich sehen wollte. Ich drehte mich schnell in die entgegengesetzte Richtung, aber er hatte mich bereits bemerkt. Er knallte das Lehrbuch zu und lief auf mich zu. Du bist schuld daran, dass ich den Abschlusstest nicht bestanden habe. Und jetzt gehst du hier einfach spazieren? Aber natürlich, du musst dich ja nicht anstrengen. Mit deiner hübschen Visage bekommst du eh alles, was du willst und ich komme wegen dir vielleicht nicht aufs College. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ich riss meinen Hut und meine Brille ab und verschmierte mein Make-up. So, bist du jetzt glücklich? Wenn du nicht so ein Klugscheißer gewesen wärst, wäre ich immer noch schön und wir wären nicht durch die verdammte Prüfung gefallen. Bobs Gesicht veränderte sich plötzlich. Ich konnte das Mitleid in seinen Augen nicht ertragen und rannte nach Hause. Dort warteten bereits meine besorgten Eltern auf mich. Schatz, wir wissen, dass du unser Gespräch gehört hast. Es tut uns so leid. Wisst ihr was? Da ich kein Model mehr werden kann, möchte ich auf eine medizinische Hochschule gehen. Wie Woody. Natürlich hatte ich mich nicht wie mein Bruder auf die Prüfungen vorbereitet und verfügte nicht über das notwendige Wissen, aber meine Eltern waren so stolz auf mich, dass Papa versprach, sich um alles zu kümmern und mit den richtigen Leuten zu sprechen, damit man mich trotzdem annimmt. Alles, was ich tun musste, war, zur Prüfung zu kommen und so zu tun, als ob ich vorbereitet wäre. Also habe ich das getan. Ohne schlechtes Gewissen verbrachte ich die gesamte Zeit für die Prüfung, damit auf ein Blatt Papier zu kritzeln und als ich zum Tisch des Professors kam, um meine Arbeit abzugeben, betrat ein fremder Mann das Klassenzimmer. Ich wäre am liebsten im Boden versunken. Es war der Mann, mit dem ich in einem Café gestritten hatte. Ich versuchte, den Blick abzuwenden, aber er erkannte mich sofort und begann mir mit verächtlichem Blick weitere Fragen zu stellen, auf die ich nicht vorbereitet war. Nein, junge Dame, das College ist nichts für Sie. Sie sollten erst einmal mit dem Schulprogramm zurechtkommen. Natürlich haben Sie mich danach nicht mehr akzeptiert. Ich habe meinen Eltern alles erzählt. Papa versprach, sich um alles zu kümmern und hatte einen langen Streit mit jemandem am Telefon. Aber am Ende atmete er niedergeschlagen aus und schaute zu Boden. Dieser Mann entpuppte sich als der Professor, der die Abteilung leitet. Es tut mir leid, Vicky, aber ich konnte ihn nicht umstimmen. Ich war vollkommen niedergeschlagen. Zuvor hatte ich doch immer alles bekommen, was ich wollte. Und nach der Nachricht, dass Woody es aufs College geschafft hatte, weil er klug war und hart gearbeitet hatte, fühlte ich mich noch schlechter. Ich verließ mein Zimmer nicht mehr und spielte tagelang an meinen Computerspielen. Nichts interessierte mich mehr. Ich lag wie immer im Bett, als Woody an die Tür klopfte. Bist du gekommen, um mich wieder zu bemitleiden?
Hör auf, so schnippisch zu sein und hör mir zu. Ich weiß, dass Mr. Brown dich bei der Prüfung durchfallen ließ. Er ist mein Anatomieprofessor. Ich habe ihm deine Geschichte erzählt und ihn überzeugt, dir noch eine Chance zu geben. Unter einer Bedingung. Ich werde dich selbst unterrichten. Entscheide dich. Interessierst du dich für Medizin und bist du bereit zu beweisen, dass du es wert bist? Ich hörte meinem Bruder zu und war erstaunt. Ich hatte noch nie darüber nachgedacht, wie hart er für alles arbeiten musste. Trotzdem war er zu einem sympathischen und freundlichen Menschen herangewachsen und er war auch der Einzige, der daran glaubte, dass ich etwas erreichen konnte, ohne hübsch auszusehen. Ich habe dich immer beneidet. Du bist so klug und deine Freunde mögen dich nicht nur wegen deines Aussehens. Ich hatte nie etwas außer einem hübschen Gesicht und jetzt habe ich auch das verloren. Wir umarmten uns und mein Bruder sagte, er hätte nie gedacht, dass ich nur ein dummes Püppchen sei, sonst hätte er sich nicht für mich verbürgt. Also begann er, mich zu unterrichten. Zugegeben, am Anfang war es sehr schwer, aber ich habe mich schnell an das Tempo gewöhnt und die ersten Ergebnisse ließen nicht lange auf sich warten. Mir wurde klar, wie egoistisch ich gewesen bin. Ich beschloss, Bob anzurufen, um mich zu entschuldigen und herauszufinden, ob er es geschafft hatte, an seinem Traumcollege angenommen zu werden. Ich bin wirklich froh, von dir zu hören, Vicky. Ich hatte nicht genug Punkte und musste die Aufnahmeprüfung machen, wie alle anderen auch, aber jetzt werde ich ein Stipendium bekommen. Ich prahlte auch mit meinen Erfolgen und erzählte ihm, dass ich mich auf die Aufnahmeprüfungen für eine medizinische Hochschule vorbereitete. Ich erwartete, dass er sich über mich lustig machen würde, aber Bob bot mir stattdessen an, mir bei der Vorbereitung zu helfen. Natürlich willigte ich ein. Mit solch klugen Köpfen an meiner Seite würde ich es bestimmt schaffen. Am Tag der Prüfung war ich furchtbar besorgt. Ich hatte mich noch nie zuvor auf meinen Verstand verlassen. Professor Brown begrüßte mich, ohne eine Miene zu verziehen. Ich möchte mich für den Vorfall im Café entschuldigen und dafür, dass ich versucht habe zu schummeln, um aufs College zu kommen. Eine angehende Ärztin darf nicht so unverantwortlich handeln. Aber ich bin dankbar für die zweite Chance. Das Gesicht des Professors war immer noch streng, aber ich hatte das Gefühl, dass er meine Entschuldigung akzeptierte. Und das Wichtigste, ich habe die Prüfung erfolgreich bestanden und durfte studieren. Ich teilte die gute Nachricht sofort mit Bob. Es ist schade, dass ich wegen der Verbrennung nicht mit den anderen an den Vorlesungen teilnehmen kann. Ich werde nur zu den Prüfungen kommen müssen. Bob war überrascht und versprach, mit seinem Vater zu sprechen. Der war plastischer Chirurg und wusste mit Sicherheit, wie man die Heilung beschleunigen konnte. Bald darauf kamen Woody und ich in der Klinik an, wo Bob und sein Vater bereits auf uns warteten. Ich ging ins Büro und die Jungs blieben im Flur und warteten auf mich. Ich kann mir nur vorstellen, was Woody und Bob dachten, als ich unter Tränen aus dem Büro stürmte und sie umarmte. Sie versuchten, mich zu trösten und sagten, dass das Aussehen keine Rolle spiele und sie mich trotzdem lieb haben. Doch dann kam Bobs Vater mit einem Lächeln aus dem Büro und erzählte ihnen, was ich eine Minute zuvor erfahren hatte. Der Arzt, der Vicky untersucht hat, hat eine falsche Diagnose gestellt, weshalb die Salbe, die er verschrieben hat, keine Wirkung zeigt. Deshalb hat sich bisher keine Verbesserung eingestellt. Jetzt wird alles wieder gut und sogar die Narben werden verschwinden. Du weinst also, weil du glücklich bist? Hör auf zu weinen, du wirst bald wieder ein Model sein können. Zur Hölle mit dem Modeln. Ich habe so hart gearbeitet, um Medizin zu studieren. Und ihr habt mich so sehr unterstützt. Ich will Ärztin werden und anderen Menschen helfen. Mir wurde klar, wie wichtig mein Studium war. Diese hässlichen Narben hätten für den Rest meines Lebens in meinem Gesicht bleiben können. Und das nur wegen der falschen Diagnose eines unfähigen Arztes. Ich hatte mich immer nur auf mein Aussehen verlassen, aber nun hatte ich meine Lektion gelernt. Wenn ich jetzt in den Spiegel schaue, sehe ich nicht nur ein hübsches Gesicht, ich sehe viel mehr als das. Was würdest du wählen? Einen brillanten Verstand oder ein hübsches Gesicht? Schreib es in die Kommentare. Das ist die SCP Foundation, eine geheime Organisation, die überall auf der Welt anomale Objekte findet und untersucht. Das sind die Geheimakten der Organisation. Vielleicht kennst du sie bereits. Es sind die Geschichten von normalen Menschen, die das Glück hatten, den schrecklichsten Kreaturen der Welt zu begegnen. Die SCP-Chroniken enthüllen neue Details über die anomalen Objekte, die du bisher nicht kanntest.